Das sind wir. Sandy, Mandy und Lotte. Und das ist Klaus Bärbel, unser Zuhause. Wir haben das uns auferlegte Normal hinter uns gelassen und uns für mehr anders entschieden. Mehr Eigenverantwortung, mehr Abenteuer, mehr Zeit, mehr Leben. Und wir freuen uns, wenn ihr uns begleitet. Ich bin Mandy und das ist Sandra. Hallo. Wir kommen aus dem schönen Saterland und wir haben uns vor einigen Wochen ein Wohnmobil gekauft. Wir haben das Wohnmobil recht schnell gekauft. Eigentlich wollten wir ihn nur sauber machen und dann losfahren. Letzten Endes haben wir nach 2-3 Tagen, ohne dass wir groß miteinander gesprochen haben, wir haben einfach nur geräumt und nach 2-3 Tagen war er leer. Das war unser Wasserschaden im Heck. Das war es erstmal wieder von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus unserem zukünftigen Schlafzimmer. Sie hat uns viele, viele graue Haare gekostet. Heute geht es um das Thema Bodenbelag. Fundierung gilt, schütteln, bis der Arzt kommt. Das Beste kommt ja bekanntlicherweise zum Schluss. Ich habe hier hinter mir unsere Stoßstangen liegen, vorne und hinten. Die sind wirklich mit Abstand am schlimmsten demoliert. Hallo ihr Lieben, heute geht es um unseren Kühlschrank. So, ich habe jetzt die Lüfter eingebaut. Alles gut, die funktionieren auch. Sie sind sehr leise, was mich freut. Alles toll, bis auf eine Sache. Sie laufen verkehrt rum. Aber das ist ja kein Problem. Bauen wir halt alles wieder aus und drehen sie um. Hallo ihr Lieben, wir grüßen euch. Heute mal wieder aus Ramslow, aus unserer Scheune. Wir befinden uns nämlich leider bereits im Winterquartier. Das Thema heute? Unser Fazit zur Trockentrenntoilette.
das ist unser neues Badezimmer und da nehme ich euch jetzt mal mit rein. Ganz in Ruhe mit den Außenarbeiten beginnen. So, liebe Leute, der Campergott meint es nicht gut mit uns. Schön machst du das, Schatz. Ja, ne? Eigentlich habe ich gedacht, wir können bald anfangen zu lackieren. Ja, ich auch. Aber leider nein. Aber was gibt es Schöneres, als im Winter einen Wasserschaden zu sanieren? You wake me up in the middle of the night. You say I cannot wait till the morning. Some things just have to be done in the middle of the pouring rain. I still remember the look on your face, how you smiled the first time I met you. But when I look at you now, there's no trace. I guess it's all been erased. You tell me that it's over, that we just hurt each other, but we don't have to end up this way. Und wie man sieht, kann man jetzt den Kleber wunderbar mit dem Spachtel entfernen. Das ganze alte Dekasil und Sikaflex, was zum Abdichten benutzt wurde, das entfernen wir mechanisch und den letzten Rest dann anschließend mit der Bohrmaschine mit dem Drahtbürstenaufsatz. Heute geht es um Spachtelarbeiten an der Karosserie. Viel Spaß dabei! I've long known that you're bothered by something. I don't believe that you're right when you say that we're better off this way. Wir haben hier vorne an der Stoßstange, beziehungsweise das, was hinter der Stoßstange sitzt, an der Karosserie, sehr viel Rost. Face to face, was it all just a game you played? You tell me that it's over, that we just hurt each other. So, mit den Spachtelarbeiten sind wir nun auch endlich fertig. Das hat uns einige Tage Zeit gekostet. Wir haben diverse Löcher vorne an der Karosserie gespachtelt, haben am Aufbau einiges an Beulen weggespachtelt und haben das Fahrzeug komplett von Hand abgeschliffen. Ja, und nun können wir beigehen und das Fahrzeug reinigen. Und dann können wir lackieren und da freuen wir uns drauf.
So, die Motorraumdämmung, die haben wir nun auch wieder eingesetzt. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das Ganze anhört. Das klingt auf jeden Fall schon mal ganz anders. Sowohl die Motorhaube als auch die Tür hören sich beim Schließen jetzt schon ganz anders an. Es ist ein viel dumpferes Geräusch und nicht mehr so blechern. Moin Moin aus Ramsloh. 14 Monate haben wir jetzt intensiv an Klaus Berle gearbeitet. Jetzt fangen wir an, ihn wieder zusammenzubauen. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr sehen wollt, wie Klaus Berle in neuem Glanz erstrahlt, dann bleibt dran. Bis gleich. Thank you.
Mal ebenso nebenbei ein nicht ganz unwichtiges Detail. Wir haben jetzt offiziell ein historisches Fahrzeug. Wir haben das H. Ja, und 3 Monaten sind wir endlich fertig. Wir müssen ein bisschen schreien, weil es hier sehr windig ist. Und wir haben jetzt endlich alles fertig. Klaus Bärbel, so wie er da steht, ist fahrbereit. Und das nächste Mal, wenn ihr uns sehen werdet, dann werden wir bewusst auf dem Grill umdrehen und uns ein kühles Blondes aufmachen. Bis dann. Tschüss. Moin Moin aus Ramsloh. Nach 14 Monaten harter Arbeit ist es nun endlich soweit. Unser erstes Campingwochenende verbringen wir in Fedder, Vada, Sihl. Fix und fertig, so haben wir es am liebsten. So, damit ich den Spannungswandler da nun hinbauen kann, wo ich ihn hinhaben will, an unsere nachträglich gebaute Staubox, muss ich natürlich, wie soll es anders sein, den Sitz ausbauen. Aber das geht ratzfatz, das habe ich nämlich gefühlt schon 100 Mal machen müssen. Als wir in Dornumersiel losgefahren sind, beim ersten Mal bremsen, funktionierte die Bremse noch einigermaßen. Beim zweiten Mal, da war es dann schon ein bisschen weniger. Und beim dritten Mal, da konnte man das Bremspedal fast gar nicht mehr durchtreten. So, der Schlauch, der ist hier oben einfach drauf gesteckt. Da kann man den so runterziehen. Ich habe ein bisschen gegoogelt und es ist nicht so einfach, so eine Vakuumpumpe zu bekommen, weil die werden nicht mehr hergestellt. Und bei Axel Augustin zum Beispiel hat man mir nicht weiterhelfen können. Die haben gesagt, die gibt es nicht mehr, die haben sie auch nicht mehr auf Lager. Und auf meine Anfrage hin, ob ich das Auto nun verschrotten soll, hat man mir gesagt, ja. Das ist natürlich keine Option. Jetzt habe ich hier beide Pumpen in der Hand. Das ist die alte Vakuumpumpe, die eingebaut war. Und das hier ist die modifizierte Austauschpumpe von Bad Tebben. Die Pumpe ist jetzt eingebaut und siehe da, die baut auch ordentlich Vakuum auf. Also es hat scheinbar wirklich an der Vakuumpumpe gelegt, weil das ist ein gehöriger Unterschied zu vorher. Vielen Dank für 100 Abonnenten! Und daher hier das Video mit den Outtakes des Jahres 2019. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Ich kann das nicht irgendwo fixieren, dass das nicht so wackelt, ne? Weil wenn sobald ich mich bewege, wackelt das. Und das ist kacke. Will ich halten? Bewegst du dich nicht oder was? Da sieht man jetzt den ganzen Körperschatz, das ist scheiße. Ich kann das doch noch hier verstellen. Mann. Ja. Wie
das noch ein bisschen mehr runter. Raus. Nein, kannst eben, warte eben. Wenn euch das Video gefällt, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Machst du die Beifahrertür zu? Du musst dich schon umdrehen. So. Mach mal das Rad, Flo. Das war noch nicht. Nicht. Wir machen bei 3, 2, 1, sagen wir beide Moin Moin aus Ramslow. Moin Moin aus Ramslow. Fertig. Wo ist die Polypol-Dose? Ist die da? Magst du die noch mal eben holen? Ich sage so. So, das haben wir geschafft. War das gut? Da sind wir wieder. Was machst du jetzt noch? Oh Mann, ich mach's eben normal. Mach mal bitte die Tür zu wegen der Lautstärke. Herzlich willkommen in Klaus Bärbel. Haben wir uns ein bisschen kuschelig eingerichtet. Hier noch ein bisschen Kissen, damit das ein bisschen gemütlicher aussieht. Hier ist unser schönes Panoramafenster. Und dann sind wir auch schon in der Küche. Hier ist so Gläser, Gasherd, den wir uns ja neu gekauft haben und eingebaut haben. Besteckkasten, ne? Man braucht ja viel Besteck. Dafür müssen wir aber erst unser Markisentuch tauschen, denn das ist uns letztes Jahr eingerissen. Ja, wir waren ein bisschen an der Küste und da war das, wie das an der Küste halt so ist, sehr, sehr windig mitunter. Also da kann man auch wirklich nichts mehr flicken. Man muss wirklich scheinbar die ganze Markise auseinanderbauen. Und je mehr wir hier jetzt lösen, umso mehr droht das Ganze in sich zusammenzufallen. Ja, damit nimmst du nämlich schon mal komplett das Ding raus. Das heißt, du musst hier jetzt stehen bleiben. Kannst noch? Ein bisschen. Mach hinne. Hast du mit der Lauch drauf? Ja, Mann. So. Jetzt leg die mal langsam ab. Geh ruhig, genau, auf die andere Seite. So brauchst du nicht. Du kannst unter der Markise unter durch nach vorne gehen. Schatz. Andersrum wäre es ja günstiger gewesen. Du musst auf die andere Seite von der Markise. Wir befinden uns hier auf einem wunderschönen Stellplatz zwischen Hamburg, Lüneburg und Soltau. Kann ich? Mhm. Hier ist es richtig schön ruhig. Lebensträume, Ziele im Leben und dann kommt alles anders. Wir finden die politischen Entwicklungen in Europa und speziell vor allem in Deutschland sehr beängstigend und beunruhigend. Und deshalb haben wir entschlossen, Europa zu verlassen. Es wird chaotisch werden, es wird stressig werden, es wird spannend werden. Aber wir freuen uns drauf. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Denn vielleicht werden wir in Südamerika eine Südamerika-Tour mit dem Wohnmobil machen, was wir noch nicht haben.
dann wird es halt keine Europareise, sondern eine Reise durch Südamerika. Wer weiß das schon? Wir werden gucken, was die Zukunft bringt. So, heute Nacht geht's los. Mausel, aufstehen. Wir müssen los. Komm her. Na komm, aufstehen. Viel zu früh, ne? So, es ist 4 Uhr morgens, wir haben nicht viel geschlafen. Jetzt geht's los. So anstrengend der Flug für Lotte auch gewesen ist, es hat sich gelohnt. Für sie ist es hier wirklich der Himmel auf Erden. Ein wirklich wunderschönes Fleckchen Erde. Dame la comida, abuela, chicharrones, papi.
what you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives. Auch der zweite Teil der Strecke ist sehr gut ausgebaut und man kann hier sehr gut fahren. Die Straßen sind leer, aber nichtsdestotrotz brauchen wir für 58 Kilometer in etwa eine Stunde und 10 Minuten. Motorradkauf in Paraguay. Was gibt es für Anbieter? Was gibt es für Motorräder hier auf dem Markt? Was wird hier so gefahren? Wie sind die Preise? Wie läuft der Kauf ab? Was gibt es zu beachten? Das alles erfahrt ihr in diesem Video. Wir sind heute unterwegs nach La Colmena zum Salto Cristal. Für uns sind das ungefähr 2 Stunden Fahrt bis La Colmena, also bis hierher, wo wir dann von der Route, ich weiß gar nicht, welche Route das ist, wir mussten irgendwann abbiegen und jetzt zum Schluss müssen wir dann 19 Kilometer Naturstraße fahren. Die ist mehr oder weniger gut befahrbar. Also die ist, es ist jetzt trocken, es hat auch die letzten Tage nicht geregnet. Du machst so einen Lärm. Also wir müssen die ganze Zeit hier an diesem Bach lang laufen. Und ich hoffe, Sandra hat jetzt den richtigen Weg. Aber hier sind so Punkte. Fast oben angekommen. Und da kommt endlich ein Band, ein Seil. Also egal, wo wir in Paraguay bis jetzt mal so ein bisschen wandern wollten, das ist immer mit enormem Aufwand verbunden. Scheiße. Jetzt sind wir genau auf der anderen Seite. Was sind wir auch so weit hochgelaufen? Ja, wir sind Fallen auch, ne? Ja, aber das ist ein Wasserfall, der fällt nach unten. Und wir laufen die ganze Zeit nach oben. Better or worse, I'm going.
stays, but I'm removed by my situation, lacking concentration on what I mean when I say my intentions are what I believe in. So, ja, müssen wir jetzt hoch. Was geht nicht mit Lotte? Das geht mit Lotte. Meinst du? Ja. Aber mit mir nicht. Hey! Das wir machen uns Gedanken. Und wir machen uns Gedanken. Ja, Lotte, das hast du fein gemacht. Hi. Das Seil hält ja wohl, ne? Ja, super. Früher, als ich noch eine Elfe war, da wäre ich da so rüber geflogen. Als du noch im Bodenturm eine Eins hattest. Genau. Nächstes Mal zieh ich Wanderschuhe an. Wir sind hier herzlich reingewunken worden und bekommen jetzt was zu essen gemacht. Wir sollen jetzt probieren. Knoblauchpesto. Okay. Gut. Guck mal da, ein Tatterquark. Ich grüße euch aus Paraguay. Was man außerdem sehr gut zum Anheizen des Ofens nehmen kann, das ist die Rinde von den Eukalyptusbäumen. Die brennt auch super gut und ist super gut geeignet, um den Ofen anzuheizen.
So, der Ofen kann jetzt erstmal ordentlich durchheizen, damit der Lehm schön durchtrocknet. Und währenddessen gehe ich schon mal das Essen vorbereiten. Es gibt Pizza, Krustenbraten und selbstgebackenes Roggenvollkornbrot mit Sauerteig angesetzt. Thank you.
Wir verbringen hier jetzt unsere letzten Tage in Paraguay, bevor unser Flieger erstmal wieder zurück Richtung Deutschland geht. Wenn dieses Video ausgestrahlt wird, dann haben wir bereits die erste Nacht in Deutschland verbracht. Und ja, wir wissen, es gibt wohl keinen ungünstigeren Zeitpunkt, nach Deutschland zu reisen oder durch Deutschland zu reisen als jetzt. Wir tun es trotzdem. Wir werden uns also von einer geisteskranken Minderheit auf diesem Planeten unsere Träume nicht nehmen lassen. Wenn wir in Deutschland sind, werden wir uns einen Camper kaufen. Wir werden das bisschen, was wir dann noch besitzen, darin verstauen und dann werden wir unseren Traum leben, unseren Traum vom Leben auf Acker.